Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sky Heaven hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, zwei Landing Pads sind jetzt frei. Das heißt, wir können theoretisch uns noch so den einen oder anderen Flieger mal besorgen, der uns ein bisschen Geld reinbringt. Obwohl, wir werden erstmal den jungen Herrn hier holen. Der ist noch zeitlich noch am weitesten weg von dem, was wir machen können oder wo wir was machen können. Und hier hätten wir nochmal dreimal Cargo dabei. Das würde ich gerne auch noch machen und damit sind wieder alle drei Landing Pads belegt. Gut, wir haben ja festgestellt, dass wir bis zu 10 Landing Pads hier an unserem Flughafen quasi betreuen können. Und naja, so klein wie unser Flughafen noch ist, denke mal, das hat auch einen Grund, warum das diese Form hat. Ich nehme mal an, dass man später hier eine riesengroße Landebahn hat und hier dann die ganzen Wirtschaftsgebäude dazu. Aber nun gut, das wird sich ja zeigen. Aber um das alles bauen zu können, brauchen wir jede Menge Geld. So, jetzt können wir mal ganz kurz gucken hier. Wenn ich jetzt einen neuen Kredit aufnehme, der... Oh, Return Period 3 Days. Deadline 3 Days. One Day. Part of the Day. Current Year. Ich weiß noch nicht, wie... Wann das nächste Jahr um ist. Ah, jetzt wird gerade mein Kraftstoff geliefert. Sehr gut. Den ich ja teuer gekauft habe. Die muss irgendwo Cargos loswerden. Das verstehe ich. Das mit den Cargos, das verstehe ich noch nicht ganz. No data, no data. Cargo storage, capacity overall, open cargo management. Slots. Supply management. Minus, minus, minus. Mir noch nicht. Port Royal. Amount of daily supply. Daily supply cost. Ah. Also die liefern mir 50 mal Waren anscheinend für 200 und ich muss die irgendwie verschicken, aber ich habe irgendwie 77. Naja, da habe ich schon einmal. Na gut, okay, das müssen wir mal rausfinden, wie das funktioniert. Ja, der dritte Slot ist da wieder frei und dann nehme ich dann hier auch einen mit Cargo. Dann müssen wir mal gucken, ob das jetzt weniger oder mehr wird hier, ne? Cargo 2. Ich weiß aber nicht, ob das Cargo denn ausgeladen wird und bei mir hier rumliegt oder dann bei anderen. Jetzt haben wir aktuell 4 Flugzeuge auf dem Flughafen. Achso, weil der hier hinten noch wartet. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, was kostet mich so eine Rampe? Das war doch gar nicht mal so teuer, ne? Oder? Könnte eine Rampe noch bauen. Gas Ramp Maintenance 0 Euro pro Tag. Hier steht jetzt auch ein bisschen was da dran. Okay, das ist auch neu. Das war vorher auch nicht. Nee, ich müsste gerne andersrum haben. So rum haben. So. Und dann müssen wir das mal ganz kurz hier Taxibay anschließen. Und dann müssen wir einmal ganz kurz Straße anschließen. Und dann würde ich sagen... Verbindest du dich ja mit dem und du verbindest dich noch mit dem und dann könnte man vielleicht eventuell schon eine leichte Schwierigkeit bekommen. Jetzt müsste ich aber auch hier die vierte Rampe sehen, genau. Dann kommst du mal auf die Rampe 4, bitteschön. Cargo macht nicht so viel Geld wie Kraftstoff, ne? Na gut, aber Kraftstoff muss man auch teuer einkaufen. Aber wir haben ja voll festgestellt, man verdoppelt sein Geld ungefähr mit dem Kraftstoff. Ich werde mal ganz kurz, weil mir das jetzt hier zu leise ist im Hintergrund, eine Hintergrundmusik anmachen. Die kennt ihr schon wahrscheinlich aus anderen Let's Plays, aber nicht wieder schlimm. Hintergrundmusik ist so langsam, muss ich ja durchkommen. Gut. Hoffe ich zumindest. Dass ich auf meinen Ohren gerade. Aber ich sehe sie im Pegel. Na gut. Gut. So, dann haben wir hier eine vierte Rampe jetzt schon. Ja. Was gibt es denn eigentlich hier? Wieso? Was sagt man eigentlich meine Forschung? Meine Forschung sagt, dass sie bei 19% ist. Okay. Ich würde sagen, wir spulen mal ein bisschen vor. Oder lassen das mal ein bisschen schneller laufen hier. Damit wir dann unsere Aircrafts hier nach und nach, ja gut, dann kommst du auf Rampe 2, durcharbeiten können.
hier landen wollen. Und dass das hier so ein bisschen verarbeitet wird und wir ein bisschen Geld verdienen. Denn das ist das Wichtige. Wir brauchen Geld. So. Und dann ist keine Landebahn frei. So. Aber wir können jetzt mal ganz kurz gucken. Ist denn jetzt nun mehr Cargo oder weniger Cargo da? Weniger. Und weniger Cargo. Okay. So. Du hast 4 Cargo. Du hast 5 Cargo. Na, dann nehme ich doch dich. So. Und hier die 4 Cargo. Die nehmen wir auch. Und dann nehmen wir hier nochmal einmal 500 Liter. So. Wie viel Kraftstoff haben wir noch? Ja, oh. Da müssen wir dann mal ran. Da müssen wir dann mal ran. Da brauchen wir mal. Wir müssen mal ein bisschen Fuel kaufen. Dass wir hier ein bisschen was bekommen. Wo war denn das mit dem Fuel gekauft? Ist da jetzt hier gerade was drüber? Warte mal. Management. New Contract. Liefer mir mal, ja, nee, 2000, ne? Ich kann 5k kann ich einspeichern, okay. Nehmen wir mal trotzdem 2000. Was ist hier Instant? Da muss ich gleich 5000 abnehmen, so viel kann ich ja gar nicht abnehmen. Gut, also nehmen wir 2000 ab und signen den Kontrakt. Dann kriegen wir wieder 2000 Liter gesendet. Das passt schon mal. So, ist gerade Rampe, nee, keine Rampe frei, aber alles blaue Flieger. Na, guck mal hier, alle von den schicken blauen Doppeldecker. Der hier gerade schön feinsäuberlich ich betankt wird. Das waren noch Piloten, muss man ja sagen. Die haben ja wirklich noch alles riskiert dafür, nur dass sie dann ein bisschen was an Geld rumbringen oder so. Nicht an Geld, sondern an ja, Geld verdienen sie, aber nee, dass sie denn die ihren Weg schaffen, so dass boah, das war damals alles nicht ganz so sicher wie jetzt, wenn man es jetzt, doch ja, sicher wie jetzt, doch genauso könnte man das, glaube ich, genau sagen. So, 440 kostet hier eine neue Rampe, da werden wir aber mal eine noch bauen, einen Parking-Slot, dass hier sozusagen ein zweiter LKW drinne stehen kann und Sachen transportieren kann. Was ist jetzt hier momentan? Hier wird jetzt quasi vollgetankt. Ne? Na gut, der kriegt doch eine Menge, glaube ich. Oder? Wie kriegst du? Fuel Station? Sehe ich das hier nochmal? Ne. On-Demand Flights. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit den Scheduled Flights, aber ich glaube, das gibt es noch gar nicht, ne? So, achso, 5 Rampen kriege ich hier übrigens nicht hin. Das haben wir auch festgestellt, also optischerseits. So, was kostet hier noch so ein LKW, wenn ich hier einen kaufen wollen würde? Der kostet 300. Okay, dann kaufe ich nochmal einen. Dann haben wir nämlich 2 Tankwagen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Vor allem, wenn wir dann jetzt hier diesen Auftrag nehmen und diesen Auftrag nehmen. Die nächsten 600 Liter schon wieder weg. Da kann ich ja nicht schon wieder 500 Liter nachbestellen. Oder machen wir gleich noch einen Taui, kann ich nachbestellen. Ne? So, das muss hier wieder weg. Na, vom Geld her kann ich nur einen Taui nachbestellen. Selbst das würde mich leicht ins Minus bringen, aber wird gehen. So, dann haben wir aber hier auf jeden Fall ein bisschen was angespart. So. Gut, und Cargo haben wir jetzt noch im Lager 11. Okay. Overall Kapazität. Oder liegen hier auch noch 50 drin? Ich weiß es nicht. Ist denn jetzt schon. Nee, das nächste Nahe. Ja, ist noch nicht. Burn J, Day Period. Oh, da ist eine frei. Da würde ich sagen, dann nehmen wir dich doch gleich weg rauf. Einfach nur des Geldes wegen. So. Nein, das floriert doch schon unser Geschäft. Ich meine, es ist jetzt nicht, ne? Wir wären noch nicht Millionär, aber immerhin. Insgesamt haben wir 7 Airplanes in Airport. 7? Oh, hier warten. 3 Stück auf Start. Eieiei. Dass die starten dürfen. Brauchen wir bald eine zweite Landebahn.
Die könnte aber laut Bauamt ganz schön teuer werden. Ein neues Grass Runway kostet immerhin 1350. Ah, das geht eigentlich. Das kriegen wir zusammen. Dann könnte man noch ein weiteres Runway machen. Wieso steht der jetzt da hinten? Achso, bei Pause. Achso. Also das geht dann durchaus nochmal. Noch ein neues Runway. Das ist Windhäuschen hier, oder? Sieht wirklich aus. Aber das war, ja, die Anzeige vom Wind. Die Frage ist, oder was ich mir, da müssen wir da später nochmal nachgucken, vielleicht einen anderen Tag oder so, mal gucken, ob dieser Windsack auch mal in eine andere Richtung guckt. Oder ob der, guck mal, der guckt nämlich bei beiden jetzt quasi schräg nach hier. Ja? Also ob da wirklich denn irgendwie vom Wind her da sich auch was ändert. Und warum startet der nicht? Ach, weil da noch was Kleines landet, alles klar. Boah, jetzt sieht man die Vögel, nee, das, man, den Himmel kann man nicht gucken. Okay. Hätte ich noch gesagt, ob man das sieht, wie die ankommen oder so. Dann müsste ja jetzt das große Starten hier mal langsam losgehen. Wir haben jetzt 7 Flugzeuge hier am Flughafen. Jetzt mal ein paar weg. Was ist das hier eigentlich? Number of operations allowed per take-off landing time slot. Show increase operation limit. So. Using workflow points and 10 research points. Wo brauche ich 10 Dings points? Kann ich das über so ein Büro verbessern? Ich nehme an, ne? Maintenance 7 pro Tag. Weil hier steht ja die Ressource dran. Könnte sein, dass uns das diese Ressource bringt. Ich glaube, die Vermutung ist gar nicht mal so schlecht. Ach, das ist wieder Pause, ne? Wenn man ins Baumenü geht, ist gleich Pause. Finde ich auch sehr. Komfortabel. Orwell Airmail, established 1902. Okay, was steht da drauf? Infant Roberts, Science 901 Delivery. Okay. Hier steht nichts drauf. Steht's an der Seite dran? Moment. ATT. Okay, dann ist das eh. So, ein Flieger ist rausgeflogen jetzt. Dann müssen wir jetzt mal warten, bis der nächste auch rausfliegt. Damit wir dann wieder Platz auf dem Flughafen haben für die Rampen. Oh, guter lukrativer Auftrag, oder? Ah ja, 100. So, wir haben jetzt 2,8k Kraftstoff im Lager. Das ist auch gut, dass wir da schon so viel Kraftstoff im Lager haben. Hat ja den charmanten Nebeneffekt. Dass wir dadurch, das ist schon jede Menge Kapital, was hier liegt, ne? Also wenn man das überlegt, also wir bezahlen für 2800 Dollar, verdoppeln das, 1600 Dollar liegen also für 2000 Liter hier rum, ein bisschen mehr ist es, also gute 2000 Dollar haben wir hier, die hier rumfliegen, die einfach so bei uns im Lager liegen, ne? Womit wir dann Sachen verdienen können, also ich, theoretisch könnte ich mir bald ein zweites Runway leisten. Und praktisch bin ich da auch ganz angetan von der Meinung, dass wir das machen wollen. Das würde ich dann sogar hier in diese Richtung hier einfach anbauen und dann hier anschließen. Und dann, ja, quasi das hier so gespiegelt hier zu aufbauen. Dass hier sozusagen die Landebahn ist. Dass dann da auch 4 Rampen vielleicht drin sind und dann, das ist ja eigentlich auch schon mal ganz gut aus. Können wir die Straße hier in der Mitte eigentlich durchziehen. Und dann da die Supply Buildings dran bauen. Ah, die Frage ist, naja gut, die Frage ist, wie weit das dann mal durchgeht. So, jetzt nehmen wir hier nochmal Cargo mit. Und hier nehmen wir nochmal Cargo mit, würde ich sagen. So. Gucken nämlich mal, Cargo Storage. 0 overall ist 50 von 100. Hier sind noch 50 drin anscheinend oder so, ich verstehe es noch nicht ganz. Open Cargo Management. 9 Stunden. Aufgrund des Amount of Daily Supply. Ich noch nicht ganz so.
Nur Cargo-Management, das ist mir noch nicht so ganz geheuer hier. Der hat jetzt hier kein Cargo mehr, aber drei Vehikel. Auch die vordersten zwei. Aber ich kann hier jetzt ja auch nicht einfach... Ah, ich weiß nicht, ob ich das Cargo dann raus transportiert kriege. Und wieso ist das bis 15 Uhr so hoch gewesen und hier ist es dann immer so niedrig? Da haben wir doch so viel Cargo verbraucht in der Stunde. So, jetzt mussten wir mal ein bisschen was bezahlen hier für unsere ganzen Gebäude, die wir besitzen. Ja, das passt, aber naja, wir müssen mal gucken, ob die jetzt hier mit Cargo beladen werden können oder nicht. Sonst müssen wir dann eher mehr wieder die Kraftstoffsache nehmen. Wie viele Flugzeuge haben wir am Flughafen? Eins wartet hier schon wieder, weil ich jetzt zwei Landungen angenommen habe. Ja, wie gesagt, also da müssen wir vielleicht eventuell noch mal ein bisschen mit den Runways und sowas, dass wir das dann, dass da noch ein bisschen mehr passiert. Aber gut. Ah ja, jetzt steht er hier auf der Startbahn. Und da geht er ab. Gut, ich würde sagen, wir machen mal noch ein bisschen Vorschub hier. So, jetzt sind ja die nächsten beiden frei. John, du willst, ne? Dann darfst du gerne auch kommen. Auf Rampe 3 und du kannst natürlich auch gerne kommen. So. Und dann geht's weiter. Das müssten jetzt mit dem nächsten paar Flieger hier angeflogen kommen. Das ist kein gutes Bild, wenn alle Rampen frei sind und keine Flieger im Hafen, Flughafen sind, verdienen wir kein Geld, ne? Das muss man immer dazu sagen. So, jetzt hebt da einer ab. Ne, ist auch gelandet. Ah ja, okay. So. Da hebt einer ab. Da hebt der nächste ab. Sehr schön. So, 1800 haben wir jetzt. Und da kommen sehr lukrative Angebote rein. Müssen wir mal ganz kurz gucken hier. So. Das ist noch 43. Oh, das ist 43. Ja, also es kann doch sein, dass der von hier denn darüber fährt, dass das Cargo holt oder sowas, weiß man nicht. Fuel Storage hat noch ein bisschen was drin, aber da werden wir demnächst auch noch was nachkaufen. Aber jetzt würde ich sagen, bauen wir erstmal ein zweites Runway. So, die müssen natürlich ein bisschen voneinander weg sein, das ist mir schon fast bewusst. Wenn es symmetrisch werden soll, muss es da hinten hin. Ganz symmetrisch wird es nicht, aber... Ja, gut, ja. So denn. Hier in der Mitte. So, und dann würde ich mal sagen, dann machen wir nochmal eine... Anbindung daran. Komme ich hier eine Kreuzung? Dann brauchen wir hier hinten. Ach, da hinten kann ich keine Kreuzung machen. Ist ungünstig. Not enough money. Okay, gut. Ja, dann müssen wir so ein Geld noch wieder zusammenkriegen. Ist ja nicht weiter schlimm. Bauprojekte dürfen ja durchaus mal ein bisschen dauern, ne? Das ist ja nicht weiter schlimm. Wir müssen nachher bloß dann zusehen, dass wir Kraftstoff einkaufen können. Also wenn wir hier wieder unter 1000 Liter kommen, müssen wir die nächsten 2000 kaufen können, theoretisch. Das könnte interessant werden. Ob wir das hinkriegen, weiß ich noch nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall nochmal Cargo und Kraftstoff. Und jetzt haben wir ja auch einige Flieger hier am Flughafen, die, glaube ich, ein bisschen mehr Kraftstoff haben wollen. Deswegen müssen wir dazu sehen, dass wir noch wieder was dazu gekauft kriegen. Ich weiß auch nicht, ob ich die den Landebahnen zuweisen kann, den Fliegern. Glaube ich aber eher weniger. Da bin ich mir fast sicher, dass das nicht funktioniert. So, und dann würde ich sagen, da müssen wir wieder ein bisschen Kraftstoff nachkaufen. Tausend Liter brauchen wir da erstmal wieder. So ein bisschen Geld erstmal wieder investieren. Aber das ist schon mal auch nicht schlecht. Eine zweite Runway, glaube ich, kann man sich durchaus leisten. So. Ja. Ich würde sagen, das war es dann erstmal für heute. Ich kann mir jetzt nochmal 1000 Liter leisten. Die werde ich mir jetzt auch erstmal nochmal leisten.
New Contract, nochmal 1000 hinterher. Workflow Cost 0. Gut. Zeigen wir den nochmal. Dann können wir da nämlich nochmal ein bisschen mehr hier einlagern in Kraftstoff. Dann haben wir jetzt dann wieder theoretisch 3.000 schon. Die Forschung geht auch voran. Da kommen die ersten 1000 da schon wieder an. Und wir können die nächsten Flieger hier mit versorgen. Dann hier mit Cargo und allem, was dazugehört. Ab auf Rampe 4. Dann hier damit ganz viel Kraftstoff. Ab auf Rampe 2. Also läuft ja eigentlich ganz gut. Geld kommt rein. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Tschüss.